Das Trolley-Problem ist so ein Klassiker der Philosophie. Das Trolley-Problem ist ein Gedankenexperiment aus der Ethik oder aus der Moralphilosophie. Beim Trolley-Problem geht es darum, dass ein außer Kontrolle geratener Zug auf eine Gruppe von 5 Personen, die auf den Gleisen ist, zurast. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, diese Misere abzuwenden, ist, eine Weiche umzustellen. Dann würde jedoch eine einzelne Person von dem Zug erfasst werden. Die Frage ist nun, was tust du? Und was dahinter steht, sind natürlich moralische Theorien, was es heißt, eine gute Handlung zu tätigen oder ein guter Mensch zu sein. Wir sind das Team Denkste. Wir machen ein partizipatives Public Philosophy Projekt und wir wollen mit BürgerInnen ins Gespräch kommen über Philosophie.